Willkommen auf Tartarus, dem Gefängnisplaneten. Vor allen Dingen war der Vikar ja schon mal hier, ne? Also er müsste ja nicht wissen, wie es hier aussieht. Hätten wir mal den Vikar mitgenommen, der hätte mir weniger Fähigkeiten gebracht. Wie lange das hier wohl dauert, bis wir uns hier durchgeschossen haben? Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Ja, bestimmt kann man sich irgendwie durchschleichen, oder? Meine Blätter und was zu sagen? Something on your... Anscheinend nicht. Kann ich schnell reisen? Nein. Oder? Kann ich? Nein. Kannst in diesem Gebiet nicht schnell reisen. So einnidelt aber auch. Also ich müsste quasi wirklich physisch zurücklaufen, um mir eine neue Crew zu holen. Ich bin hier quasi getan, ne? Ich könnte einfach... Dafür, dass die UDL gar kein Konzern ist, also so im eigentlichen Sinne, sondern eigentlich nur das Militär, was sich halt auch als Konzern teilt, getan. Das ist ja nicht ganz schön erstaunlich, wie viel UDL-Leute es gibt, ne? Also wie groß es einfach nur ist. Die müssten ja quasi ihre Dienstleistungen an andere Konzerne. Kann ich jetzt einfach geradeaus hier durchlaufen und alles ist gut? Wenn ich immer durchkommen würde. Das reingefühlt. Ich müsste mir das hier locker easy schaffen, ne? Weil ich habe ja hier drei Balken. Bis mich hier beanspricht, kann das halt ewig dauern. Und den Typen kann ich einfach vorbeischleichen, da ich das nicht immer sofort rumballern. Wird der irgendwann mal weitergehen? Ich kann mich einfach erwischen lassen, aber ich möchte eigentlich so viele Meter machen wie möglich. Ohne, dass mich jemand sieht. Was verladen die hier eigentlich alles? Hm. Das hier wohl der einfachste Weg. Aber ich will noch erkunden. Ach, guck mal, hier gibt es noch einen Lastenfahrstuhl. Nein! Fuck. Das merken die nie. Oh, da kommt gleich ein Roboter. Oh. Schön. Das ist bestimmt eine der alternativen Wege hier. Hier lang. Ah, tatsächlich hätte ich oben lang springen können. Ich habe irgendwie Skrupel, die regulären Soldaten des Konzerns. Einfach so einen nach dem anderen. Ach, das ist Ellie. Ach, einen nach dem anderen niederzuschießen wie die Banditen. Mann, sie sind hier für mich ja auch nichts anderes, ne? Als die Banditen. Oh, guck mal, hier nochmal Leben. Das krieg ich noch. Das sieht gerade so ein bisschen aus wie Endkampf-Equipment, ne? Also, wer Doom gespielt hat, der weiß genau, was ich jetzt gerade meine. Waterproof, da krieg ich hier mehr. T&Ls exotische Güter. Was haben die noch im Angebot? Automag-Pistole Ultra? Oh, ich finde besser die ganzen Sachen hier aber auch nicht. Oh, da kriege ich auch Rabatt bei Audi Kiosk. Bei Visus nicht. CNP kriege ich auch keinen Rabatt. Space Choice auch nicht. Wow. So, Julia, ich kann trotzdem alles nochmal verkaufen. Einfach nur, weil ich jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr mit dem Zeug anfangen kann. Warum auch immer ich Rabatt bei und die Clio kriege. Das ganze Zeug schon wieder herkommt hier. Entschlossenheit plus 5. Ausweichen. Hab ich hier irgendwas schon, was Fähigkeiten bringt? Ja, das. So, was kann ich denn jetzt hier noch reparieren? Ich kann hier mal alles nochmal reparieren. So, tüfteln. Ich könnte mein Scharfschützengewehr nochmal besser machen. Was hat das Scharfschützengewehr? Gibt es wirklich kein besseres Scharfschützengewehr als das? CNP. Das leichte Sturmgewehr, aber das ist Level 16. Achso, das macht den 58 Schaden. Gibt es hier noch eine Waffe, die mehr Schaden pro Schuss macht? Eine Scharfschützengewehr, das ich habe, ist schon das Beste, was man kriegen kann. Taktische Schrotflinte von Hammersmith. Smith.
Nein. Dann tüfteln wir halt noch ein bisschen an der Wissenschaftswaffe rum, weil ich bin ja jetzt gelevelt, das könnte ich ja nochmal. Den Gedankenkontrollstrahl nochmal. Ich könnte den mandibularen Restributator, den Ellie bei hat. Was auch immer es bringt, den auf höheren Level zu bringen. Den Prismahammer kann ich auch noch leveln. Aber die gedeckelten Kosten machen sehr viel Spaß. Wird der so viel, wirklich so viel besser? Das lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich. Ich könnte die Pistole noch, weil ich glaube, ich habe besser lieber noch. Ach, jetzt habe ich zu wenig Geld, um das Schaffensgewehr zu verbessern. So ein Elend aber auch. Ja, dann verbessere ich halt meine Pistole noch einmal. Weil ich kann. Na gut, und weiter geht die wilde Fahrt. Das will ich vielleicht mal vorne mal speichern, bevor es hier weitergeht. Die Grube. Dom, 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 dom. Groben Ausgang. Oh, das sind. Das hier sind schon die einzelnen Zellen. Ach, das da oben ist. Ist das Zeichen von der Bude, wo ich gerade bin? Ha. Ob ich einfach einen Gefangenenaufstand hier organisieren kann? Gut, dass Phineas mir diesen lustigen Tarnmantel gegeben hat, ne? Looking good, Soldier. Ja, gewiss. Dum 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 dum. Aber die sind. Sind das doch Zellen? Das sieht gerade ein bisschen aus wie Lagerräume, oder? Oder haben die hier so eine. Achso, die Brücke kann rotieren, so kommt man in die Zellen ran. Perfekt. Handschellen. Nett. Die haben anscheinend noch was zu essen. Wenn die Apokalypse kommt, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Sicherheitswache zu sein, die die Zivilisten wieder schießt. Wenn es darauf ankommt, wirklich lange zu überleben. Aber wahrscheinlich sind die Arbeitsstunden, die man dann leisten darf, gewaltig. Und Gehaltsnachfahren und kannst du wahrscheinlich auch nicht erwarten. Relevanter Ort entdeckt. Verkaufsautomat. Hm. Dem ich jetzt gerade all mein Geld ausgegeben habe. Melody? Hä? I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Was macht sie denn? Fixing the FPS system. FPS system. It's redundant, Melody. Can you just let me work? I'm almost done. This? Forced pacification system. If the prisoners riot, we gas them. It went a little haywire after the last deployment, so here I am. Anyway, I need to finish this. So get out of here, will you? Uh-huh. Ugh, what? Ich weiß nicht. Wäre es moralisch verwerflich, hier einfach in den Kopf zu schießen? Ich meine, ich will ja eigentlich nicht, dass sie das fixen, oder? Das ist ja. Achso, hätte ich hier planen können, weil ich bin jetzt über den Umweg gelaufen. Ah, ne. Ich nicht. Achso, ich könnte entweder so runtergehen oder ich renne einfach bis zum Fahrstuhl. Naja, renne bis zum Fahrstuhl, bevor ich hier auch Stunden noch rumschreie. Das ist bloß die Frage, schieße ich es jetzt oder lasse ich es? Na, an sich ist es ja mein bestes Interesse, oder kann ich das vielleicht einfach am Rechner hier machen? Durch den Einsatz des von UDL patentierten forcierten Pazifizierungssystems werden die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. UDL haftet nicht für die Verletzung an Personal oder anderen humanen Ressourcen, die durch den Einsatz der FPS verursacht werden. Das FPS darf nur in Notfallsituationen eingesetzt werden. Sondergemäßer Einsatz schützt den Anwender vor Strafaktionen, selbst im Falle von verursachten Verletzungen. Da dieses System eine stark dampfbasierende Pazifizierungsmechanismus verwenden sollte, sollte der nächstmögliche Ingenieur informiert werden, dass die Ventile des Systems nach jedem Einsatz ausgetauscht werden müssen. Einsetzen. Erfordert ein Autorisierungspasswort. Fortsetzen. Ein Rosierungspasswort, das habe ich leider nicht. Oh. Ein Liste mit Passwort, die etwas, für etwas arr. Es gibt drei Buchstaben, aber nur eins ist nicht durchgestrichen. Das heutige Passwort der Liste ist 3 Borst. Ich muss noch eins finden. Ich habe da schon eins gefunden. Scheiße, mir fehlt das dritte Passwort, oder? Also fehlt mir noch ein Passwort oder was? Für den Autorisierungspasswort, ja. Also ich bräuchte das dritte Passwort, aber ich bin bestimmt schon vorbeigerannt. Wenn das hier das dritte ist, wird denn das zweite liegen können?
Gehe ich nochmal zurück? Was sind das da oben eigentlich für Dingens, die da dran lang hängen? Schön, dass die die Dingsbums-Banner rumhängen haben. Das könnte mir bestimmt voll viel Arbeit ersparen. Vor allem, weil nicht mal die Option da zum Hacken, ne? Witz. Achso, das hätte ich abkürzen können. Krieg ich da vorne die Tür geknackt, einfach so. Man, wir haben noch drei Lügen. Komme ich hierher? Guess we're going up. Ah ja, das war die Andockstation. Okay, oder sind das hier ist. Eine schlecht gesicherte Tür. Sehr gut. Lagerzeichen drin. Mitteilung eures Lieblingswärters. Bitte lagert hier keine verderblichen Lebensmittel. Wir haben diesen Raum als Kühlraum deklariert, weil wir die Kapseln hier lagern wollen. Das ist kein Kühlschrank. Das nächste Mal, wenn wir hier einen Behälter mit schimmelndem Wolku finden, stelle ich einen ganze Woche lang von Luft zu der Klimaanlage ab. Kanister mit Dimethylsulfuroxid, Zwangsjacken, Schlagstöcke, hohe sichere Westen, Kryonikkapseln, Flugbedarf für Indoktrinationszwecken, Nachbefüllbehälter für fossiles Pazifizierungssystem, Kryonikkapseln, Lager- und Frachtcontainer. Dimethyl-Dingsbumsoxid, das ist natürlich praktisch, dass das hier ist. Architektur auf notwendige Strukturveränderung für die Unterbringung von Kryonikkapseln in den LBR-NT-Einrichtungen. Eine Analyse von den Ingenieuren Watfield, Crane und Geist. Zunächst muss jede Kapsel konstant mit mindestens 84 Kilowatt Strom versorgt werden und die in den Kapseln gelagerten Subjekte müssen regelmäßig eine Dosis Vito-Kryo-Flüssigkeit verabreicht bekommen. Dieser endlose Satz erstreckt sich über weitere 12 Seiten, bevor er endlich endet. Und somit empfehlen wir, um die strukturelle Integrität des Bereichs, der als die Grube bekannt designiert wurde, zu gewährleisten, dass alle Kapseln in zylindrischer Form um eine tragbare Struktur herum angebracht werden, die in den Mantel von Tartarus gebohrt wird, mit einer maximalen Tiefe von... Dieses Fass zieht sich noch einmal über zwei weitere Seiten. Aha. Ich bloß ein bisschen die Frage, was mache ich mit dieser Funktion? Ach, guck mal hier. Einzelhaft Gefangenliste. Hagos Besitz von Anti-UDL-Schriften. Williams T. Williams T. Häftling Williams T. Achso, zuvor. Die Anschuldigung zur Gewalt. Black M. Zufalls... Was? Haftgrund? Zufallsauswahl? Fehler. Oh, Kapsel 2. Das klingt so ein bisschen nach unserem Freund Phineas, oder? Ich finde die Haft- und Zufallsauswahl sehr schön. Da fühlt man sich direkt besser. Gut, das hätte man von den Rechtssystemen der UDL auch sonst erwarten dürfen. Was will ich da eigentlich? Ach, das ist der Grubenausgang. Und ich gehe nochmal kurz zurück in der Andockstation, ob da irgendwo vielleicht oder spontan. Vielleicht eventuell. Wir haben da vorne haben wir das Ding gefunden. Das ist den einen Passworthinweis. Da vorne ist noch so eine Bude, die so aussieht, als könnte sie einpassen. Guck mal, hier ist noch so ein kleiner Gleiter. Ich meine, an sich können wir uns hier relativ frei bewegen, ne? Aber das geht ja nach gelaufenen Metern. Ring. War leider kein Passwort. Guck mal, da unten ist noch eine Tür. Aua. Keep your eyes out for this. Ja, ja. Guck mal, ein Tresor, den ich nicht aufkriege, so ein Elend. Und sonst? Kein Passwort, wie es aussieht. Mist. Obwohl, warte mal, ich bin noch mittlerweile zweimal gelevelt. Mir fehlen 10 Punkte. Moment, wie viel habe ich denn? 14 Punkte, alles klar, wir leveln jetzt Schloss knacken, einfach weil ich kann. Das bringt mir sogar Schau und verschlossene Behälter hinein. Das ist, kann ich das? Waffenteile. Naja, lohnt sich nicht wirklich, aber. How did you do that so fast? Naja, ihr helft mir dabei, Freunde. Wo könnten wir hier noch hingehen? Hey, are you new here? Whoa, nothing. I was just asking. I was going to welcome you aboard. Ah, Ned. Okay. Okay, alright. Schön, dass wir den Typen beleidigen. Hey, ich hab ein tolles Sturmgewehr gefunden. Oh. Die Tür war ja großartig. Ist das illegal, die Tür? Ist das illegal, diese Tür zu knacken? Findet das irgendjemand schlimm? Ich habe mich irgendwie gerade durch diverse. Ich hänge mich hier gerade durch zigtausend Türen durch.
Was ist denn so ein Explosivding? Spieluhr. Warum mache ich das eigentlich? Vor allem gibt mir da auf Dauer die Schlüssel aus, wenn ich das noch weiter betreibe. Wahrscheinlich, das ist so ein bisschen dumm, dass es keiner verdächtig findet. Obwohl, na gut, wenn man sich durchschleichen würde, dann wäre die Zeit doch relevant. Weil ich würde gerade argumentieren, dass es total egal ist, wie lange der Mist hier dauert. Weil letztendlich... Irgendwie kommen wir hier nicht zu Geld. Ich könnte mit anfangen, Munition zu verkaufen. Nirgendwo der zweite Teil des Schlüssels, der mir noch fehlt. Das deprimiert mich gerade so ein bisschen. Gleich hätte ich mir wieder irgendwelche Fragen stellen müssen. Zugangskodum gehen. Ah, also nee, kriegt hier so auf? Nee. Das ist ja nicht auch egal. Oder? Wer möchte mich fragen? Oh, niemand will mich fragen. Hold it. Ich bin das. Ich weiß nicht, das geht mir gar nicht gut. Ja? Keine Ahnung, da habe ich mich aus den Ohren gelootet. I don't wanna know. Halt einfach am Start. Versiegelt? Ich habe keine Hecken 100. Das wird so schnell nicht passieren, weil die VK kriege ich jetzt nicht mal so eben dran. Nicht, dass dahinter jetzt das Schlüssel ist. Ich fürchte übrigens, dass ich den dritten Überzeugungscheck gar nicht schaffe. Sie sollte vielleicht doch mal langsam zur Tür kommen. Das könnte echt knapp werden. Oder? Meine Oma ist keine Wache. Ich muss eigentlich nur auf diesen Lastenaufzug noch drauf kommen, dann ist alles gut. Ist doch knapper als gedacht mit diesen Überzeugungsdingens. Aber ich finde den Schlüssel halt nicht. Das ist schade. Das ist kein das lustige Pazifizierungssystem nicht benutzen. Da! Das nervt. Ist da noch, den ich übersehen habe? Das fängt jetzt halt wieder von vorne an. Da hinten halt noch mehr Snowkunden. Das ist halt. Hier oben bin ich ja lang geschlichen. Das kann eigentlich nur unter mir die Tür sein, die ich nicht aufkriege. Kriegt man bestimmt irgendwo den Schlüssel ran, aber was ist ich. Na gut, gehen wir zur Grube und dann machen wir da aus weiter.